Herzlich willkommen zu den ersten Product News im Jahr 2024. Meine Kollegen aus den drei Produktentwicklungs-Areas haben heute wieder ein Kesselbuntes an Neuigkeiten im Gepäck. Wenn dich interessiert, welche Goodies in Kürze für unsere Channels, den Plenty Shop oder das Plenty ERP veröffentlicht werden, bleib dran. Es wird spannend. Wer aufmerksam zugehört hat, wird in der Anmoderation schon eine Neuerung bemerkt haben. Wir arbeiten für den nächsten 6 Monats Entwicklungszeitraum mit nur 3 Product Areas. Hintergrund ist, dass wir unsere Kräfte bündeln, um für den Bereich Channel mit einem besonderen Produkt oder unseren Bereich Channel mit einem besonderen Produkt für die Zukunft vorzubereiten. Details dazu wird es in einem der kommenden Product News geben. Das bedeutet aber im Umkehrschluss auch, dass ich heute mit nur in Anführungsstrichen 3 Area Product Managern zusammensitze. Ihr habt Stefan schon in der vergangenen Ausgabe als neuen Area Product Manager für den Bereich OMS kennengelernt und neben den altbekannten Themen verantwortet er jetzt zusätzlich die Teams BI und CRM. Bei Daniel sind neben den Marktplatzanbindungen und dem Katalog noch die Themen Item und Stock dazugekommen. Kolja ist nach wie vor für den Webshop, LTS und die neue PWA zuständig. Wir fangen bei Daniel auch direkt mit einer Marktplatz oder sind mehrere Marktplatz-News an. Und Daniel, das Wort geht an dich. Was gibt es Neues, Spannendes zu berichten? Ja, danke, Arje. Heute habe ich 5 Themen mitgebracht. Das erste Thema ist Konrad. Analog zur Völkner haben wir jetzt auch Konrad umgezogen. Das heißt, wir haben die Integration von Grund auf erneuert. Wir setzen jetzt auf aktuelle Technologien, was zu einer deutlich besseren Performance führt. Zusätzlich kann man noch erwähnen, dass für Konrad jetzt kein Plugin mehr benötigt wird, sondern die Integration nativ ist. Die Entwicklung ist auch bereits abgeschlossen und die Beta-Phase startet in Kürze. Näheres hierzu erfahrt ihr dann im Forum. Das nächste Thema ist Galaxus. Ja, hier gibt es nur ein paar Kleinigkeiten zu erwähnen. Wir haben 3 weitere Felder im Artikelexport hinzugefügt. Neben dem Feld Zusammensetzung und Anwendung gibt es jetzt auch die Möglichkeit, die WEEE-Nummer zu übermitteln. Ein weiteres Thema ist Metro. Bei Metro haben wir die Möglichkeit geschaffen, die Versandgruppe von Plenty zu exportieren, sodass diese bei Metro automatisch gematcht wird. Hierbei muss man aber beachten, dass die Versandgruppe auch einmalig bei Metro angelegt werden muss. Ja, das letzte reine Plenty-Channel-Thema, das ist Otto OAuth. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, das neue Verfahren zu nutzen. Aktuell funktioniert auch noch das alte, also es funktioniert der Parallelbetrieb. Jedoch wird die Nutzung von Otto OAuth bei Otto zu Ende März verpflichtend. Also bitte wechselt lieber früher als später auf das neue Verfahren. Zusätzlich behebt das neue Verfahren auch den bis dato existierenden Fehler 403 verbinden. Das heißt, sobald ihr mit Otto OAuth arbeitet, taucht dieser gar nicht mehr auf. Das war es aus dem Bereich Plenty Channel. Aus dem Bereich PIM und Stock gibt es auch noch ein kleines Update. Im Bereich Katalog, also das neue Artikel-Export-Format, da sind weitere Felder hinzugekommen. Diese jetzt hier alle aufzuzählen, das wäre ein bisschen viel. Eine Übersicht für diese Felder findet ihr hier unter dem eingeblendeten Link. Ja, das war es soweit vom Plenty Channel. Ich gebe da mal zurück an Arje. Ja, vielen Dank, Daniel, für den Ausblick. Gehen wir weiter zum Webshop. Kolja, was gibt es aus deinem Bereich zu berichten? Ja, vielen Dank, Arje. Wir haben uns mit einem Thema beschäftigt, was Content Layout Shift heißt. Hierbei handelt es sich um das unerwartete Verschieben von Inhalten auf einer Website oder in unserem Fall eben unseren Webshop. Bedeutet, ein User geht auf den Webshop, findet die Artikel und beim Scrollen verschwindet zum Beispiel der Header, beim mit der Maus drüber fahren, taucht er wieder auf. Inhalte verschieben sich, also ich möchte zum Beispiel auf einen Artikel auf Kaufen klicken oder weitere Informationen. Und das Layout verschiebt sich so, dass ich nicht mehr auf diesen Knopf klicke, sondern eventuell auf einen anderen Artikel. Und das verschmälert natürlich die Benutzerfreundlichkeit eines Shops. Das Ganze kann Einfluss auf die SEO-Werte haben. Also ein hoher CLS-Wert, also ein hoher Content-Layout-Shift kann dazu führen, dass der Shop nicht so gute SEO-Werte hat und somit auch nicht gut gefunden wird. Und dafür haben wir jetzt eine Möglichkeit geschaffen,
Wir haben dafür Analysen gefahren, haben uns mehrere Shops angeguckt, was können wir in unseren Kunden anbieten. Und den größten Teil, den wir hier gefunden haben, wo wir Unterstützung bieten können, ist der Header, das heißt eine Header-Fixierung. Und das Ganze kann in den Shop-Einstellungen durchgeführt werden. Dazu gibt es auch nochmal einen Link hier in der Informationsbox, wo ihr das genau findet. Und ein wichtiger Hinweis nochmal, wenn ihr den Header fixiert, wenn ihr das Ganze umsetzt, dann bedeutet das, dass sich das auf eure gesamte Webseite auswirkt. Also nicht nur auf die Hauptseite, sondern alle Bereiche, wo der Header genutzt wird, werden angepasst. Dies wird aber einen großen Nutzen euch geben. Also wir empfehlen es, das Ganze durchzuführen. Probiert das gerne mal aus. Wir sind sehr gespannt, wie in den nächsten Monaten dann auch die Werte steigen. Wir werden das mitbekommen. Genau. Und ja, für uns das zweite Thema ist ganz wichtig. Wir wollen ja in Plenty versuchen, die Usability, also die Benutzerfreundlichkeit zu steigern. Das heißt, aktuell haben wir ein Augenmerk auch darauf gelegt, wie der Systembaum angelegt ist. Wie findet man die Shop-Einstellungen, nicht nur Shop-Einstellungen, sondern eigentlich alle Bereiche von Plenty. Und wir gehen kontinuierlich vor, das Schritt für Schritt in allen Bereichen zu verbessern. Ein Teil wurde schon angepasst und wir haben jetzt mit den Shop-Einstellungen nachgezogen. Das heißt, vorher waren wir im Bereich Mandant zu finden. Jedoch ist das für gerade Neueinsteiger von Plenty nicht unbedingt logisch, dass unter Mandant die shop-spezifischen Einstellungs-UIs zu finden sind. Ebenfalls hatte das Logo des Mandanten auch einen kleinen Shop-Schriftzug drauf. Der ist jetzt ebenfalls entfernt worden. Das heißt, wir haben jetzt mandantenspezifische Einstellungs-UIs unter Mandanten und einen eigenen Bereich nur für den Shop mit einem eigenen Icon, wo ihr alles für euren Shop findet. Und die Zukunft wird natürlich zeigen, wie gut ihr das annehmt. Wir haben auch hier nochmal Anpassungen im Wording durchgeführt. Das heißt, generell vereinfacht. Was sich alles geändert hat, könnt ihr ebenfalls in dem Link hier in der Infobox euch nochmal angucken. Solltet ihr etwas nicht finden, schreibt gerne im Forum, wenn ihr etwas sucht. Wir werden das schrittweise erweitern in Plenty, damit ihr nicht auf einmal eine große Änderung habt, sondern euch kontinuierlich daran gewöhnen könnt, dass sich einzelne Bereiche in dem Menübaum verändern. Und das waren auch schon die Themen, die ich anbieten kann, die wir umgesetzt haben. Dann einmal zurück zu Eier. Sehr schön. Also schön zum einen das Thema mehr Übersichtlichkeit im System. Plenty ist ja nach wie vor ein sehr komplexes System. Also da die Komplexität zu reduzieren durch mehr Übersichtlichkeit ist sehr schön. Aber auch, dass sie da im alten Shop noch eine richtige Anpassung macht, ist natürlich auch toll. Genau, Stefan. Ich habe gehört, du hast heute ein bisschen mehr zu sagen als beim letzten Mal. Also von daher, ich bin gespannt oder wir sind gespannt. Genau, danke Aje. Ich habe noch mal ein paar Themen mitgebracht, von denen ihr sicherlich auch schon gehört habt, die im Forum auch schon mal angekündigt wurden. Anfangen möchte ich mit dem Document Builder, den ihr natürlich bereits kennt. Und ihr habt bestimmt auch schon Funktionen wie das Anlegen verschiedener Vorlagen, unter anderem für die Marktplätze, oder die Flexibilität bei der Anlage und Gestaltung von Vorlagen, zum Beispiel mit den Widget-Einstellungen zur Platzierung von Elementen genutzt oder die Möglichkeiten, die das Code-Widget bietet. Der nächste Schritt, wie bereits auch angekündigt, wäre die schrittweise Umstellung im Document-Builder. Wir starten am 15.02. Mit den Dokumenten Nachbestellung, Lieferschein und der Auftragsbestätigung. Die weiteren Umstellungen werden entsprechend angekündigt. Von daher nutzt also bitte die Zeit und legt euch im neuen Document Builder die Vorlagen entsprechend an. So bleibt auch Zeit für Fragen, für die wir natürlich gerne zur Verfügung stehen. Das nächste ist der Expertenmodus im E-Mail Builder, der jetzt live ist. Und das ist besonders interessant für diejenigen von euch, die Wert auf eine sehr individuelle Gestaltung von E-Mails legen. Schaut mal rein. Für viele von euch bestimmt interessantes Feature. Ebenfalls live ist der eBay Messenger, der euch durch die Verknüpfung mit, also des Messengers mit eurem eBay-Konto ermöglicht, eure Nachrichten zu importieren und natürlich auch entsprechend die weitere Kommunikation über den Messenger für eure eBay-Kunden abzuwickeln. Das spart euch das Hin- und Her-Switchen und
verbessert sicherlich auch die Übersichtlichkeit. Das nächste Thema ist die Migration des Ticketsystems. Wir wollen ja das alte Ticketsystem in den Messenger migrieren. Das wird für Anfang April vorgesehen und wir wollen euch natürlich nochmal ermutigen, den neuen Messenger schon mal intensiv zu nutzen, um auch hier rechtzeitig Fragen stellen zu können. Dazu haben wir den Messenger mit vielen neuen tollen Funktionen versehen, die sicherlich auch nochmal ganz interessant sind, wie zum Beispiel einfach die bessere Performance, das Versenden mehrerer Anhänge in einer Message, die enge Verzahnung mit dem E-Mail-Bilder und Nachrichten an individuelle E-Mail-Adressen ohne Kontakt oder Nutzer, neben anderen Punkten. Von daher beschäftigt euch gerne mit dem Thema, wir stehen für Hilfe zur Verfügung. Nächstes Thema, wir haben in der für eure Schweizer Kunden haben wir die Zahlungsart Twint angeboten, über Molly. Twint ist der führende Anbieter für mobiles Payment in der Schweiz und somit erleichtert ihr euren Kunden das Bezahlen und gewinnt im besten Fall noch neue Kunden hinzu, aufgrund einfach der Bandbreite, die Twint abdeckt. Dann kommen wir zur neuen DHL-Schnittstelle. DHL macht den Schritt zur neuen Technologie. Mit dem frühen Wechsel zu REST ermöglichen wir euch eine längere Testphase, da die effektive Abschaltung der alten Schnittstelle mit der Version 3, auf der wir laufen, noch einige Zeit in der Zukunft liegt. Mit dem Umstieg stehen euch aber auch neue Funktionen zur Verfügung, die nur über REST möglich sind und zukünftige Features werden von DHL auch nur noch über REST ausgerollt. Von daher nutzt ihr dann ab sofort die bestmögliche Lösung für die Zusammenarbeit mit DHL. Das wäre es von meiner Seite. Ich gebe zurück an Aje. Super spannend. Also gerade das Thema REST bei DHL finde ich sehr gut, weil wir sehr früh in der Umsetzung da waren. Wir sind ja häufig in der Vergangenheit eher später gewesen, wenn wir von unseren Partnern Anforderungen oder Anpassungen bekommen haben. Ich glaube, wir gehören jetzt zu einem der ersten, die auf REST gesetzt haben. Ist natürlich ganz einfach in der Historie begründet, dass wir den Umstieg schon vor ein paar Jahren gemacht haben auf REST von SOAP und da die Vorteile schon sehen, aber auch natürlich den Ausblick, genau wie du es gesagt hast, Stefan, auf neue Produkte, die lediglich oder nur für REST zur Verfügung stehen werden. Also da seid ihr als unsere Kunden dann auf der sicheren Seite. Da wird es halt dann keinen harten Bruch geben müssen, sondern das läuft einfach ohne Ankündigung von Deadlines oder so mit der neuen Schnittstelle weiter. Ich bringe noch ein Thema mit aus dem Bereich Plattform, aber vielleicht nochmal einen Weg zurück. Das waren unheimlich viele Themen, also das war sehr verdichtet. Wir haben jetzt schon innerhalb von weniger Minuten sehr, sehr viele Themen gehabt. Ich komme gleich da auch nochmal darauf zurück, dass das nicht alleine in diesem Video sein wird, sondern es wird zukünftig noch neue Wege geben oder einen neuen Weg geben, solche Informationen dann halt auch sehr selektiert dann nach eigenem Bedarf und eigenen Interessen sich zu konsumieren quasi in Plenty. Aber vorher noch ein anderes Thema. Wir haben noch ein Thema aus dem oder eine Neuerung aus dem Bereich Plattform. Die bringe ich selber heute mit. Und zwar ist das ein Thema, was schon relativ lange, also ich glaube, ein Thema der beiden ist schon so lange auf jeden Fall auf der Agenda, wie ich bei Plenty bin, wahrscheinlich sogar noch ein bisschen länger. Es wird, oder wir stehen kurz vor dem Release einer neuen Benutzeroberfläche für den Login. Der kommt mit dem lang ersehnten Passwort oder mit der lang ersehnten Passwort-Vergessen-Funktion, aber auch mit der Mehrfaktor-Autorisierung. Das wird ein tolles Thema sein, wird nochmal separat angekündigt, aber wie gesagt, ist in der Pipeline. Da das in den letzten Tagen noch ein paar Mal im Forum aufgekommen ist, wollte ich das direkt mitbringen und da schon mal das Licht im Ende des Tunnels zeigen. Und jetzt kommen wir zu dem eigentlich anderen Thema noch, was mir besonders am Herzen liegt, weil es auch ein Thema ist, weil es sich bei meinem Antritt angekündigt hatte, dass wir uns in Zukunft vermehrt dem Thema Produktkommunikation stellen oder widmen. Und hier steht in Kürze die Veröffentlichung unserer neuen Produktinformationszentrale an. Das wird in den nächsten 4 bis 6 Wochen spätestens passieren, bei der wir neben Ankündigungen auch eine Roadmap und auch zu einem späteren Zeitpunkt die Möglichkeit für Feedback und Feature Requests haben werden. Also ein zentraler Ort für euch, und das war uns super wichtig,
statt diesen unterschiedlichen Kanälen und Threads, die wir im Forum haben, eine zentrale Stelle zu haben für Ankündigungen, Roadmap, auch EOL-Ankündigungen und so weiter. Alles wird dort stattfinden, eine sehr, sehr moderne Oberfläche mit Abo-Möglichkeiten, also sich für Bereiche oder Themen zu abonnieren. Und alle relevanten Informationen rund um die Produkte von Plenty Systems werden in Zukunft da primär gespielt. Also die Themen von heute zum Beispiel auch, sehr wahrscheinlich, je nachdem, wie schnell wir rauskommen, aber die Themen von heute werden da auch noch mit dabei sein und halt auch Produktvideos und so weiter in Zukunft wird es da geben. Mit dieser Nachricht kommen wir ans Ende dieser monatlichen Produktnews. Vielen Dank an das Produktteam an der Stelle für die mitgebrachten Neuigkeiten und danke an euch draußen fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Monat. Vielen Dank.